Noch schnell ein Zwischeninformationsvideo. Heißwasser. Also in Norwegen, wenn man den Wasserhahn auftritt, kommt da richtig heiß Wasser raus. Das ist fast schon kochend heiß, also wesentlich heißer als bei uns zu Hause in Deutschland. Die heizen alles mit Elektroboilern und ballern die ja richtig durch. Also da ist richtig Temperatur drin. Erstens haben die kein Legionellenproblem und zweitens haben wir hier oben keinen Kalk, was es auch möglich macht. Aber man muss einfach wissen, wenn man den Wasserhahn heiß aufdreht, kommt da richtig heiß Wasser raus. Und das Ganze ist dann auch beim Waschbecken, beim Zähneputzen oder beim Mundwaschen oder Händewaschen alles gleich heiß. Und einfach nur wissen, mal ein bisschen rantasten, bevor man Vollgas heiß macht.